Long ago, the world was nothing more than an endless sea, cloaked in a boundless sky, reaching as far as could possibly be imagined. Then two great titans came into existence. The Bionis and the Mechonis. The Titans were locked in a timeless battle. Until at last, only their lifeless corpses remained. Eons have passed. Now, our world, this vast land stretching across the remains of the Bionis, is under attack from a relentless force known as the Mechon. They're advancing down our weak right flank. For a bunch of soulless machines, they seem to know a thing or two. But we'll see. Dunban! We've been given the order to retreat. We're pulling back the line to Colony 6. That's where we'll set up the last line of defense. Yeah. That's a good idea. Any more time spent hanging around here, and we're done for. Count me in. We gotta get out of here. Or, we can stay and fight. What? Ah! We may die if we take a stand here, but staying gives us the chance to change our destinies. We have the Monado. With this, the future is ours for the taking. Stupid beast! Your body can't take any more of the Monado. I can tell by just looking at you. Getting short-sighted in your old age, Dickson. I'm fine. Don't worry, I'm still in control. I should have known I couldn't talk sense into a beast. Let's do this. I'm going with you. You'll need someone to drag your corpse on. As long as you think you've still got the strength in you, old man. Oi, you two! We've been ordered to pull back! I'm leaving! Well, I say you're coming with us. What would we do without those? The enemy's second wave is approaching! It's now or never, Dunban. Let's show them what we've got. We'll give them a warm Homs welcome. Acknowledged. Yeah. Ha. What are they trying to prove? I'm not throwing my life away. No point dying in some godforsaken field. Nothing for it. I'll have to use Dunban as a decoy. That should give me time to escape. Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid beim Let's Play von Xenoblade Chronicles, die Definitive Edition auf der Nintendo Switch. Ich hoffe, ihr werdet euren Spaß dabei haben. Ich denke, ich habe meinen Spaß sicher, denn ich kenne den zweiten Teil und bin froh, jetzt den ersten Teil spielen zu können, denn den kannte ich noch nicht. Ich werde im Großen und Ganzen alles vorlesen, außer bei den Filmsequenzen. Ich würde sagen, lasst uns loslegen. Den Kampf beginnen. Drücke Enden oder um einen Gegner anzuvisieren. Alles klar. Den Kampf beginnen. Sobald du einen Gegner anvisierst, erscheint das Kampfmenü. Wähle das Kämpfen-Symbol und eröffne den Kampf mit Alles klar. Den Kampf beginnen. Nähere dich dem Gegner, um den Autoangriff zu aktivieren. Wenn die Entfernung zwischen dir und dem Gegner zu groß ist, kann der Autoangriff nicht ausgeführt werden. Das ist klar. Was im Endeffekt ein bisschen umständlich ist, ich kenne halt den zweiten Teil und weiß, wie das Kampfsystem beim zweiten Teil war. Und der war eindeutig besser als wie beim ersten Teil, meiner Meinung nach. Aber lasst uns mal weitermachen. Wähle eine Technik mit und aktiviere sie mit Techniken können in bestimmten Situationen nicht verwendet werden. Du befindest dich nicht in Reichweite, dann ist es ausgegraut, okay. Die Bedingungen für diese Technik sind nicht erfüllt, ja, dann ist es nicht gestrichen, klar, Logo. Zwei Monato-Techniken stehen zur Verfügung. Verzauberung, verleiht der Gruppe Kraft. Schmetterschlag, fügt einem Gegner großen Schaden zu. Okay. Machen wir mal Schaden. Okay. Nächster Gegner. Ja. Laufen, mich wegzuschieben. Los, zerlegt es. Oh ja, yeah, geblockt. Gegner, wo seid ihr? Da. Und Schaden. Wow. Als nächster werden wir mal die Gruppe buffen, mal schauen, wie das ausschaut. Ja. Und Gruppe buffen. Oh. Und der nächste. Das sind doch alles keine Gegner hier. Na, wo ist der nächste? Feind, wo bist du? Oh, ein bisschen größerer. Hallöchen. Und Damage. Hohoho. Gleich 50% vom Leben abgezogen vom Gegner. Wir sind hier leicht überpowered. Machen wir nicht Damage. Dann ist er tot. Und tschüss. You've got to be kidding! It's their main force. Looks like the Mechon are hell-bent on taking us out. They'll have to be if they want to beat us. Now, let's even the odds a bit. You heard him. Dickson, Mumkhar, let's do this! Dunban! I ain't going down that easily. Dunban! You alright? Oh, what does it look like? I'm still good to go. Guess even a hero's gotta reach his limit eventually. Mumkhar! What are you doing? That way is... Sorry, brothers. Hate to drop this on you, but it's the Monado they're after. So have fun keeping them occupied for me. I'm getting the hell out of here. Mumkhar, you dirty. Now, don't worry. I'll organize your funerals. Well, see you, boys. Wait. Huh? Oh. If this is a joke, it ain't funny. Looks like this is it. At least we know our luck can't get any worse from here. Dunban! Dickson, take care of the survivors. Dunban, what are you playing at? Those idiots. I'll just come and get them an order when everything's quiet down a bit. That thing's gonna be mine! Oh no, please! No! Vile Mechon. If you think the Homs, the people of Bionis, are just waiting here for you to pick us off, you are sorely mistaken! Der Typ hat zum Schluss eindeutig verdient, was er gesät hat, haut er einfach im Kampf ab und lässt seine Freunde im Stich. Fürchterlich. Ein Jahr später. A Mechon M71. I bet I can use its optical system to align one of the anti-air batteries. Oh, no good. It's broken. The joint section. It's buckled. It's completely useless. Ugh. Huh? An M69! Its armor would be perfect for making a shield. If I can just get it off, I should be able to... Ah! Ah! Shulk! Oh! Right. It's not a Mechon. It's just a Crabble. It was using the Mechon armor as a shell. I'll lure it away and topple it. When it's down, use your arts to finish it off. Kampfverlauf. Eine leere KP-Anzeige resultiert in Kampfunfähigkeit. Okay. Klar. Wähle eine Technik und aktiviere sie mitten. Ja. Den Rückschlag effektiv einsetzen. Shulks Technik Rückschlag. Okay. Mit leichter Heilung KP wiederherstellen. Shulks Technik, leichte Heilung. Okay, Heiler und Angreifer. Okay, okay, okay. Wähle aus, wer geheilt werden soll. Mit hoch und runter, auch Logo. Dann machen wir mal. Technik 163. Techniken können nicht ständig verwendet werden. Aufladen beginnen. Nicht einsatzbereit. Nach bestimmter Zeit ist das Aufladen abgeschlossen. Einsatzbereit ist klar. Sobald die Technik aufgeladen ist, kann sie wieder eingesetzt werden. Auch klar. Okay. Na, dann legen wir mal den Krabbler. Spezialtechnik einsetzen. Jeder Charakter verfügt über eine eigene Spezialtechnik. Wähle das mittlere Symbol und drücke hm, um die Spezialtechnik einzusetzen. Die Spezialtechnik muss voll aufgeladen sein. Die Anzeige füllt sich durch Autoangriffstreffer auf. Okay. Das heißt, dann nehmen wir das mal. Ah, cool. Besiegte Gegner hinterlassen Schatztruhen. Drücke hm, um die Truhe zu öffnen und die Beute an dich zu nehmen. Okay. Schwächungseffekt, Anzeige. Okay. Okay, okay. Krabbler Eisenhaut, kleiner Panzer, alles nehmen, ja. schon wieder ein Gegner. Vorsicht vor der Wut der Gegner. Monster reagieren mit Wut auf Angreifer. Je mehr Schaden ein Gefährte einem Gegner zufügt, desto mehr Wut zieht er auf sich. Der Wutring kennzeichnet Gefährten, die die Wut eines Gegners auf sich gezogen haben. Ah, okay. Okay, okay. Schauenszeit-Techniken nutzen. Shulks Rückschlag verursacht größeren Schaden, wenn er im Rücken eines Gegners ausgeführt wird. Dies ist der Zusatzeffekt der Technik Rückschlag. Befindest du dich in der richtigen Position, um vom Zusatzeffekt einer Technik zu profitieren, wird sie als Chance-Technik markiert. Okay. Orientierung anhand des Wutrings. Solange ein Gegner seine Wut auf Ryan richtet, hat Shulk die Möglichkeit, den Gegner mit einem Rückschlag von hinten anzugreifen. Setzt sich der Zusatzeffekt einer Technik durch, so wird der verursachte Schaden im M angezeigt. Okay. Ja, zieh mal Akku, Mann. Ah. Los geht's. Wow. Da hat die Raubwerke immer schön Leben verloren. Thanks, Ryan. That was a close one. Man, what were you doing wandering off by yourself? Stay where I can keep an eye on you. It's pretty dangerous outside of the colony. There are all kinds of monsters. Yeah. But thanks to you, we got it, Shell. Everyone in the colony is going to be really happy. I'm more worried about you than the shell. Oh, whatever. Knowing what you're like, at least you'll make a decent weapon out of it. This scrap driver's excellent. I just learned by watching Dickson make weapons. Of course, Dunban's weapon still beats them all. The Monado. I hope I can figure out the secret of his power one day. You will, Shulk. Anyway, we better get back to the colony. If I'm late for drills again, old Square Tash is gonna kill me. Square Tash? Oh, the Defense Force Colonel. He's pretty scary. Tell me about it. Sorry, I didn't mean for you to come all the way out here during your break. Don't worry about it. Let's get back. Folge der gepunkteten Linie, um die Handlung voranzubringen. Der Weg zum nächsten Ziel der Handlungsmission wird auf der Minikarte dargestellt. Okay. Du kannst dir auch eine größere Karte anzeigen lassen, indem du hm drückst. Oh, gut, gut. Drücke hm, um die Navigationsinfo in der unteren rechten Ecke des Bildschirms anzeigen zu lassen. Dort kannst du die Handlungsnotiz einsehen. Drücke hm, während die Navigationsinfo angezeigt wird, um diese wieder zu schließen. Verwende, um die Kamera zu bedienen. Drücke hm, um zusätzliche Kamerasteuerungen anzuzeigen. Weitere Tipps dazu findest du in anderen Tutorial-Text. Jo, okay. Alter, kommt aber ganz schön viel auf einmal. Öffne das Systemmenü mitten und speichere das Spiel. Die Speicherfunktion steht dir so gut wie überall zur Verfügung. Nur während Kämpfe und Zwischensequenzen ist das Speichern nicht möglich. Das Spiel speichert auch automatisch. Automatisch erstellte Speicherdaten sind mit einem Symbol für automatischen Speicher versehen. Obwohl das Spiel an bestimmten Stellen automatisch speichert, wird empfohlen, regelmäßig manuell zu speichern, damit deine hart erkämpften Fortschritte nicht verloren gehen. Ah. Wenn das Spiel automatisch den Spielstand speichert, wird in der unteren linken Bildschirmecke das Symbol für automatisches Speichern angezeigt. Tutorials kann jederzeit nachgelesen werden, neue Spieletipps werden automatisch hinzugefügt. Im Spielverlauf werden der Liste weitere Tipps hinzugefügt. Okay. Die Zwischensequenzen. Im Titelbildschirm sind jetzt die Zwischensequenzen verfügbar. Hier kannst du dir alle Sequenzen, die du bereits erlebt hast, noch einmal ansehen. Mit Hilfe der folgenden Einstellungen kannst du das Wetter und die Tageszeit mit gewissen Einschränkungen ändern oder das Aussehen der Gruppe anpassen, sofern du die Fähigkeit bereits erhalten hast. Okay. Warum soll ich das Wetter ändern? Oh, okay. Loten. Süßer Raupensaft, geknickter Fühler. Okay. Liegt da vielleicht noch irgendwo was rum? Ja, Haufen Schrott, ist auch schon. Das wollte ich gerade sagen, da blinkt was. War nur das Licht, was auf den Gegenstand getroffen ist. Da ist ein Gegner. Komm her. Und von hinten, Rückschlag. Und da ist es da. Oh, eine Truhe. Hasid. Jetzt wollte ich gerade sagen, Hasenfoto. Dabei steht da Hasid-Foto. Steifes Haar. Okay. Ah, das Leben wird jedes Mal nach dem Fight langsam wieder aufgefüllt, oder wie? Gut wissen. Das ist ein Gegner. Und von hinten. Ah, so langsam kapiert ihr das nicht mehr. Oh, die Kiste sieht aber besser aus. Ah, geknickter Fühler und was hat die drin? Oh, Hasid-Foto, kleiner Hasid-Kristall und Kampfstiefel. Okay, das ist cool. Gut. So, mal die Karte. Okay, das heißt nicht die Karte, das auch nicht. Wo war das mit der Karte? Da. Okay, da kann man zoomen, rein, raus. Ups. So kann man die Karte größer und kleiner machen. Okay. Hab einen ganz schön weiten Weg dafür. Mit einem Haufen Gegner vor mir. Dann lass uns mal durchschnitzeln. Und los. Los, Jakob. Ja, und von hinten. Das hört sich immer so blöd an, wenn ich sage, und von hinten. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Was liegt da? Sammel-Items. Im Kollektivkorn kannst du deine Sammel-Items registrieren. Gelingt es dir, alle Items einer Reihe oder gar alle Items auf einer Seite zu sammeln, erhältst du eine Belohnung. Oh. Sammel-Items im Kollektivkorn. Okay, wow, ey. Fürchterliches Wort. Registrieren, ja, gut. Dann Zapfeder. Alter, was für ein Name. Also, jedes Mal, wenn ich in den Kampf gehe, bremst da mal ganz kurz. Das wär schöner gewesen, wenn es schon schön smooth dahin gegangen wäre. Also das Spiel hat ja eigentlich schon ein gewisses Alter. Es ist ja nur neu aufgesetzt worden. Das gab es damals, glaube ich, für die Wii. Ich glaube, für die Wii ist es damals rausgekommen. Da hätte ich es damals gern gehabt, aber einfach arbeitstechnisch, zeittechnisch hat es nicht hingehauen. Okay, ich habe einen neuen Ding aus. Schlitzklinge. Angriff von der Seite. Es senkt psychische Abwehr. Okay, das heißt dann noch auf. Aha, okay. Ich glaube, die Lot lese ich euch nicht jedes Mal wieder vor. Das ist so aufwendig und unnötig. Und hallo Akro, zieh mal. Danke. Und von der Seite. Also werden Gegner angezeigt, wo keine Gegner sind. So über mir. Ah. Okay, Gegner, wo keine Gegner sind. Auch gut. So. Geblockt. Fiesling. Und von der Seite. Natürlich versuche ich so viel... Oh, Mondblume. Doch so viel wie möglich zu sehen. Also, wenn ich mal irgendwo in die Botanik herumlaufe, dann verzeiht mir. Dann ist das der Grund, weil ich hoffe, dort was zu finden. Oh, jetzt nutzen wir mal alles durch, was wir haben. Ja, von der Seite. Und gleich von hinten. Da, Gegner. Warum kämpfst du nicht einfach gleich mit dem? Wow! Der hat mich aber jetzt schön weggepimpt. Und tschüss. Sehr schön. Tunlogen. Eine Truhe. Zweite Truhe. Und dritte Truhe. Das war beim zweiten Teil auch... Hallo, Notiz, die will ich nicht. Das war beim zweiten Teil meines Erachtens etwas besser gelöst. Da war ich im Großen und Ganzen Autolot, außer die versteckten Kisten in der Umgebung, die du loten musstest, aber bei den Bossen, die droppten das, du brauchtest nur drüber laufen und hast es bekommen, fertig. Aber, wie gesagt, das Spiel hatte schon sein Alter. Der zweite Teil ist ja doch noch nicht so alt. Wenn euch also das hier gefällt, solltet ihr euch auf alle Fälle auch den zweiten Teil von dem Spiel anschauen. Der ist echt toll. Und hat eine echt coole Story. Aber bitte erst nachdem ihr das gesehen habt. Und da ist wieder was zum Lotern. Morgen hat er wieder einen Haufen Gegner. Komm her. Das wollte ich nicht nutzen, aber egal. Das war irgendwie nicht von der Seite, auch egal. Was? Nein, Kloten. Das Risiko jetzt am Meer zu poolen. Mal heilen. Oh, der Heal ist aber schon sehr mau. Da hatte ich mir doch was Besseres erwartet. Nein, wir werden sie trotzdem tot kriegen, ist auch schon. Und tschüss. Das schaut nach einer besseren Truhe aus. Zuerst die da aufmachen und jetzt die bessere Truhe. Was hat die Schönes drin? Süßer Raupensaft, kleiner Raupenkristall, Schöpferschutz und Knochenhammer. Okay. Oh, es Trophäe. Oh, es glänzt. Oh. Hä? Warum sind die blau? Kleiner aussieht. Egal. Komm her. Und von der Seite. Und hinten. Und weiter Gegner. Komm her. Nicht, dass ich das hinten, wenn es das hinten tot stirbt. Ja. Los, Siako. Und von den... Ja. Das Wetter ändert sich. Es wird Abend, oder wie? Ja, die Sonne geht unter. Würde ich jetzt mal sagen. Und da ist wieder was Blaus. Wieder eine Hortensie. Colony 9. Oh, schau. Da wird links im Bild gezeigt, wo wir circa sind auf dem Titanen. Here we are. I better stop in at HQ. You off to the weapon development lab? Yeah, when I've sold any parts I can't use. All right. See you later. Bye. Gruppe verwalten, Gruppenmitglieder wechseln, aktive Gruppe, Reserve, Gäste. Menü öffnen. Okay. Händler, willkommen. Hier könnt ihr kaufen und verkaufen. Okay, Händler sind durch ein gekennzeichnet. Erbeutete Items verkaufen. Verkaufe Items an Händler, um Geld zu verdienen. Ah, okay. Je größer das Päckchen, desto höher ist der Wert. Na gut, das wird man auch am Preis sehen, ob das wertvoll ist oder nicht. Aber gut. Missionen annehmen. Nähere dich einer Figur mit einem Ausrufezeichen über dem Kopf und drücke um ihren Missionsauftrag zu hören und anzunehmen. Erfolgreich beendete Missionen werden mit Geld, Erfahrungspunkte oder Items belohnt. Nähere dich einer Figur mit Eigenname und drücke um den Tauschhandel zu eröffnen. So kannst du dir bisweilen seltene Items ertauschen. Okay. Aktivitäten abseits der Handlung. Tauschhandel. Okay. Nebenaufgabe. Wie Missionen und Tauschhandel haben keinen Einfluss auf den Verlauf der Haupthandlung. Sie können dir jedoch Vorteile auf deiner Reise verschaffen. Okay, ja, ist klar. Okay. Geschäftsviertel. Okay, Leute. Das war's mit dem ersten Teil. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo oder ein Like da. Kostet euch nichts. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns im zweiten Teil. Ciao.